Es war ein langer Wahlkampf der 6 Kandidaten und ein langer Stichwahlkampf von Alexander Van der Bellen und Norbert Hofer. Es war ein langer Weg zum endgültigen Ergebnis. Das gab es ja erst am Tag nach der Wahl. Dass der Weg zum neuen Bundespräsidenten aber so lange dauern würde, das war da noch nicht abzusehen. Wie lange er tatsächlich wird, das wissen wir morgen. Mit diesem Tweet hat Christian Neuwirth, der Sprecher des Verfassungsgerichtshofes, am frühen Abend bekannt gegeben, dass wir morgen Mittag erfahren werden, ob Alexander Van der Bellen nächste Woche als Nachfolger von Heinz Fischer angelobt wird oder ob die Wahl wiederholt werden muss. Die Ausgangslage jetzt von Stefan Daubrawa und Harald Jungreutmeier. Nur eines ist Stand heute fix. Freitag in einer Woche wird die Amtszeit von Bundespräsident Heinz Fischer hier im Reichsratssitzungssaal im Parlament enden. Wer ihm folgt, werden wir erst morgen um 12 Uhr wissen. Möglicherweise braucht es für den dann interimistischen Nachfolger ja auch 3 statt einem Sessel. Sollte die Stichwahl nämlich morgen um 12 Uhr vom Verfassungsgerichtshof gekippt werden, würden die 3 Nationalratspräsidenten das Amt interimistisch übernehmen. Noch kann das Team Van der Bellen aber hoffen. Ein Rückblick. Die Stichwahl am 22. Mai ist eine wahre Zitterpartie. Am Wahltag selbst liegt Van der Bellen leicht hinten. Einen Tag später dreht sich das Ergebnis. Dank der ausgezählten Wahlkarten liegt Alexander Van der Bellen 30.863 Stimmen vor dem freiheitlichen Kandidaten Norbert Hofer. Arschknapp, um Van der Bellen zu zitieren. Und während sich der eine bereits um präsidentielles Auftreten bemüht, bereiten die anderen ihre Wahlanfechtung vor. Bereits am Wahlabend werden Zweifel geschürt. Bei den Wahlkarten ist immer so ein... Es wird immer ein bisschen eigenartig ausgezählt, dass wir vielleicht nicht ganz vorne sind. Aber ich sage euch eines, wir haben auf jeden Fall gewonnen. Auf jeden Fall gewonnen. Dennoch gratulieren Hofer und Parteichef Heinz-Christian Strache Van der Bellen am Dienstag zum Wahlsieg. Gleichzeitig spitzen aber die FPÖ-Anwälte schon ihre Bleistifte und bringen am 8. Juni die 150 Seiten Wahlanfechtung ein. Wir sind keine schlechten Verlierer, sondern da geht es um die Grundfesten der Demokratie, die gesichert sein müssen. Der Kampagnenleiter von Van der Bellen muss es demonstrativ gelassen hinnehmen. Also ich finde, es gehört zur guten Tradition in Österreich, dass man Wahlergebnisse anerkennt. Es ist aber natürlich zulässig, auch Rechtsmittel gegen ein Wahlergebnis zu ergreifen. Beim nunmehrigen Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof kommen tatsächlich Gesetzwidrigkeiten bei der Auszählung der Briefwahlstimmen zutage. Das Hauptargument der betroffenen Gemeinden: haben wir immer schon so gemacht. Der Vorwurf der Manipulation wird aber nicht erhoben, auch von den FPÖ-Anwälten nicht. Die FPÖ beruft sich aber auf die bisherige Rechtsprechung des VfGH und demnach reicht schon die Möglichkeit einer Wahlmanipulation für eine Aufhebung. Die Grünen kontern, dass die Wahlanfechtung auf einer Art Verschwörungstheorie basiere. Eine Auswirkung auf das Wahlergebnis sei denkunmöglich. Die Manipulationsmöglichkeit also dadurch entkräftet. Morgen um 12 Uhr werden wir wissen, welchen Argumenten die Verfassungsrichter folgen.